Ich würde mich ungern jetzt auf drei Alben festlegen wollen, weil das bedeuten würde, ich müsste die mit auf eine einsame Insel nehmen und müsste die dann immer hören. Weil die hast du ja schon ganz oft gehört. Naja, die kenne ich ja schon. Gesundheit. Dies war der Landfunk. Das war wirklich. Das stinkt aber nicht so wie die auf der Bühne. Nee, Anienseins? Hast du mal einen Anienseins gerochen? Ja. Hallo. Das ist der Bernd und ich bin Thorsten und wir spielen bei den Beatsteaks und sind hier in der Leipzig Arena, machen jetzt ein Interview. Terminator 2, Magnolien aus Stahl und alle anderen Filme sind scheiße. Clockwork Orange, super. Darkstar, kennen wir schon keine Sau, aber ein super Darkstar. Film. Ja, ein sehr lustiger Film. Ah, die Oldschool ist auch total geil. Mit wie heißt der? Will Ferrell? Heißt der Will Ferrell? Komm, wir flitzen du auch, Snoop. Wo hast Snoop Dogg zum... Naja, gut. Oldschool ist der beste Film aller Zeiten. Dann kommt Terminator 2. Und eigentlich sind dann eigentlich alle anderen Filme scheiße. Ich würde mich ungern jetzt auf drei Alben festlegen wollen, weil das bedeuten würde, ich müsste die mit auf eine einsame Insel nehmen und müsste die dann immer hören. Boah, das wär mir zu wenig, ehrlich gesagt. Weil die hast du ja schon ganz oft gehört. Naja, die kenne ich ja schon. Gesundheit. Dies war der Landfunk. Das ist auch wirklich. Das tut mir jetzt aber auch wirklich leid. Das ist ja ekelhaft. Ja, cool. Ja, ihr wisst nicht, jetzt eben da im. Ist aber ein bisschen Audrey in die Augen. Lieblingsplatten. Also, die erste wäre Michael Jackson Thriller oder ist. Die gehört dazu. Die Monarchie und Alltag von den Fehlfarben und die heißt die Hello Nasty von den Beastie Boys, wo die da auf dem Bürgersteig rumlungern. Die Check Your Head von den Beastie Boys. So, zack, einfach. Ich nehme die auch, weil die kenne ich noch nicht so richtig. Das ist ganz geil. Die nimmst du dann hoch? Ja, nehme ich auch. Ich nehme die auch. Sehr gut. Mein Lieblingsgitarrist ist Bernd Kurzke, mein anderer Lieblingsgitarrist ist Peter Baumann, dein Lieblingssänger Arnim Teutoburg-Weiß und Lieblingsschlagzeuger ist Thomas Götz. Meine Top 3 Lieblingsmusiker gerade. Und alle anderen können sowieso scheißen gehen, weil alle anderen können eh nichts. Ist ganz einfach. Alles Lappen. Ist wirklich so. Ich bin davon überzeugt, dass alle anderen gerade nichts können, außer die vier, die machen alles klar. Nein, siehst du, bei mir würde dann halt der noch fehlen, ne? Thorsten Scholz am Bass und vielleicht noch den Ritsche Koch und EJ Ilwald, mit dem sind wir gerade unterwegs und das ist wirklich, also wenn der in seine Posa und seine Trompete, Posaunik, was ihr sagt, Trompete bläst, dann fällt dir nichts mehr ein. Dann kriegt meine Gänsehaut hoch. Ja. Dennis Kern, sag mal noch Dennis Kern. Kern natürlich, logischerweise, ist ja eigentlich, zählt ja schon mit zur Grundmannschaft mehr oder weniger. Reicht tatsächlich auch, wenn du die 8 sind, wenn du die 8 kennst und die alt andere ist dann wirklich nur irgendwie Quatsch. Quatsch dann am Ende. Ist Quatsch. Bei mir Bruce Springsteen im Olympiastadion. So. Ja, Berlin, irgendwie, keine Ahnung. Ich bin ganz gerne in meinen Yachten, ich hab einen Yachten, eine Datsche. Ich war, ja, das finde ich schön. Da habe ich vor dem Haus so eine kleine Veranda, so, die ist so überdacht mit so Holz. Und da steht, da ist da so eine Hecke, da kann man auch mal nackt da auf der Veranda setzen. Das schön. Hast du innen auch so eine Holzvertäfelung? Na klar, so eine alte Ostvertäfelung. Und auch die Mexiko-Ecke. Da gibt es so eine Sitzecke, die heißt Mexiko, weil die so rot bestickte Polster hat. Und steht in jedem Ostbungalow. Also da bin ich gerne. So Kunstleder, ne? Kuli. Nee, Kuli ist es nicht. Das ist so Stoff. Frofo-Leder ist es, genau. Oh Gott. Froschfotzenleder. Was ist denn das eigentlich? Das Interview darf ich auf alle Fälle nicht auf unserer Facebook-Seite teilen. Das weiß ich jetzt schon. Ach, kann man doch kommen. Kannst du ja mal teilen. Wir sind gestern vom Hotel zum Werk 2, war? Werk 2 gelaufen. Die Collie, sagt man, glaube ich, hier. Die finde ich auch schön. Ich fühle mich hier auch ganz schön wohl. In Leipzig. Ich finde Polico ist ein tolles Lied vom letzten Album. Ich finde I Don't Care ist, das musst du echt erstmal machen. Das meine ich jetzt ernst. Der andere Quatsch vorhin mit alle anderen sind, ist ja alles Quatsch. Aber I Don't Care musst du erstmal machen, sowas. Das ist schon, das ist Big Time. Und dann, ja, ist jetzt ja nicht unser eigener, aber wir Friede und die Bomben spielen mit Jan jetzt gerade. Er ist ja mit uns auf Tour von Turbostadt. Ernsthaft, da ist er wirklich mal kurz aus.
finde ich. Ja. Ja, bei mir. Dann nimm doch einen von den 80 Songs, die wir haben. Jawohl, Bernd. Ja, Hauptsache. Ja, super. Ja.